Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alundra. Beim letzten Mal habe ich Mist erzählt. Es gibt tatsächlich noch einen Lebensdiamanten in Magiskar. Nur, wenn ich jetzt das Haus verlasse, kommt eine Cutscene. Oder, ja, was heißt Cutscene, aber da kommt halt eine Unterbrechung. Deswegen konnte ich nicht direkt im Anschluss nochmal hinlaufen. Von daher gucken wir uns das erstmal an. Du solltest meinen letzten Traum sehen, Alundra. Nein, warte. Du solltest ihn fühlen. Ich will den nicht fühlen. Nimm meine Hand, Alundra. Okay. Ich will das Traum. Also. Fühlen. Nicht, dass das FBI gleich kommt oder so. Gut, bei mir wäre das kein FBI. Was haben wir eigentlich im Gegensatz zum FBI? Na egal. Du musst Jess bitten. Nein. Muss von Jess verlangen, dass er ein neues Schwert macht. Ich möchte nicht sterben, Alundra. Ich will leben. Am liebsten ewig. Aber das Böse zu besiegen ist wichtiger als Leben, auch für mich. Ah. Ist doch keine Flitzpiepe, guck an. Oh, sind das Ritter, die auf Tyrannosaurus Rexen reiten? Wie cool ist das denn? Das ist das heilige Schwert. Ich habe angefangen, daran zu arbeiten. Kurz nachdem Mutas gestorben ist. Mit dieser Waffe, Alundra, kannst du uns den Frieden zurückbringen. Dann ist Mutas nicht vergebens gestorben. Verstehst du, was ich meine? Ich denke mal. Oh, hey, den Ort kennen wir sogar. Nun, jetzt ist es passiert. Ich fasse es nicht, dass sie nicht auf mich gehört haben. Wer die Burg? Dummköpfe, merkt ihr jetzt, wie machtlos ihr seid? Stier! Schine! Ja, okay, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, Mel, das hier. Echt mal. Du kämpfst gegen die dunkle Macht des Bösen mit großem Risiko für Leib und Leben. Merkwürdigerweise versucht niemand, dich aufzuhalten. Ja, du kämpfst für alle. Du fürchtest dich nicht. Aber du wirst auf jeden Fall siegen. Das war das. So, wenn ich jetzt kann, werde ich nochmal eben schnell... Statt zur heiligen Stätte zu gehen, zu einem Teleporter gehen und den dann nehmen, um zu dem anderen Teleporter zu kommen, logischerweise. Das ist der ganze Sinn und Zweck von Teleportern, um dann einmal ganz kurz nach Magiskar zurückzukehren und uns eben auf die Schnelle den Lebensdiamanten zu holen, den ich vergessen habe. Glücklicherweise bleibt der Dungeon offen, sonst hätte ich jetzt ein riesiges Problem. Oder sagen wir mal so, dann hätte ich zumindest das Problem, dass wir ein bisschen blöde dastehen, weil ich wieder was verkackt habe. Ich habe natürlich auch in meinem jugendlichen Eifer einfach überspeichert den einen Spielstand. Und ja, wäre blöde, wenn das nicht gehen würde. Wobei ich ja schon mal erwähnt habe, wenn man später zurückkehren würde mit einem anderen... Würdest du das bitte mitnehmen? Mit einem anderen Item, dann hat man da teilweise einfache Karten mit. Zum Beispiel dem vergoldeten Falken. Und wenn Uma das mitkriegt, denkt die sich jetzt auch so, was zum Geier macht er hier? Fand er das so toll? Oh. Stimmt, mochte er meinen Bart. Ich komme da nicht rüber hinweg. Ich bin die Königin. Ich habe einen Bart. Einen prächtigen, stolzen Bart. Nip. Oh, da wollte ich cool sein und hab's fast zum zweiten Mal genau gleich verwasselt. Müsste... Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, müsstest du da lang gehen, an dem Raum mit dem goldenen Falken noch vorbei wieder. Ja, ja. Naja, ein kleines Intermezzo. Ich meine, früher oder später, wenn ich... Also spätestens, wenn ich alle... sehr guten Items zum Erkunden habe,
würde ich sowieso anfangen, mit euch draußen umzulaufen und Dinge zu erkunden. Und da weiß ich nicht, wie ich die Videos genau gestalten möchte, aber... Genau, das war der andere... Ja, das war der andere Raum, in dem ich absolut nichts gemacht habe und nie hinterfragt worden bin. Ich meine, unter Umständen schon, aber... Ja, was bringt das, wenn ihr was fragt, weil ihr kriegt das eh nicht mehr. Hier kommen drei Fackeln runter, wir können die Fackeln werfen und Endergebnis von dem Ganzen ist, wir landen in diesem Raum hier. Und auch hier wieder haben wir Fackeln ohne Ende. Aber wir wollen ja nicht lange fackeln. Ah, der war gut. Na, nicht wirklich. Sondern diese Büsche da kaputt machen. Ich bin nicht sicher, ob der Busch da irgendwann was gemacht hat, aber ich habe jetzt gesagt, was ist sonst. Ich hinterfrage mich am besten einfach gar nicht. Um dann den Busch da kaputt zu machen, um hier hochzukommen. Und da ist der Lebensdiamant, den ich verpasst habe. Den Jingle lasse ich noch ausspielen und dann treffe ich euch gleich da wieder, wo wir eigentlich jetzt sein sollen. Und da bin ich wieder zurück. Im Dorf. In Inoa. Meine Herren. Ich durfte nochmal durch den ganzen Dungeon rennen, weil man von da nicht mehr einfach auf die Anfangsplattform kommt. War nicht witzig. Naja, auch nicht sonderlich schwer, aber auch nicht unbedingt sonderlich witzig. So. Viel wichtiger ist allerdings... ein Stück Papier! Der Passierschein 38. Ich hoffe, ich mache den Witz gerade richtig. Mache ich den Witz richtig? Falls du es guckst, ich hoffe. Anyway. Mit dem Passierschein, den wir hier jetzt zu diesem Zeitpunkt holen können. Und danach erstmal wieder eine Zeit lang nicht. Ja, keine Ahnung, ob es da eine Übersetzung hätte geben sollen und es kam keine. Oder ob sie irgendwas falsch programmiert haben oder so. Aber mit diesem Passierschein können wir jetzt uns einer Aufgabe widmen, die mich wahrscheinlich um den Verstand bringen wird. Und zwar können wir jetzt hier hingehen. Nicht an den Strand. Glaube ich zumindest nicht an den Strand. Müsste richtig sein. Was ist das hier? Das Medaillon. Seltene Gegenstände und bizarre Raritäten für die Kuben. Nee, das ist das nicht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es jetzt nach rechts oder nach links geht, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Könnte also doch der Strand sein. Mal gucken. Dunkler Sumpf, Dorf von Inoa. Es ist ein Pub. Einen Pub, in den ich möchte. Ein Pub. Keine Sorge, ich weiß, dass man es anders aussprechen sollte als Pub. Aber, nee. Jetzt haben wir endlich die Möglichkeiten, uns zu betrinken. Oh yeah! Naja, nicht so wirklich, aber ne, der Punkt ist, wenn ich ihn empfinde. War der wirklich zwei Bildschirme weiter? Oder erinnere ich mich jetzt komplett falsch? Hier muss doch irgendwo mal ein Pub sein. Also ich will ja nichts sagen, aber ich weiß, dass er nicht super weit weg war, deswegen wundert mich das gerade umso mehr, dass ich den gerade nicht wiederfinde. Wo bist du, mein Pub? Ich möchte trinken. Die sorgenlos werden sozusagen, könnte man auch sagen. Ich meine, yay. Oh, ja. Im Prinzip yay. Ein Zaubersamen. Mal ebenso random. Weil... Ich glaub tatsächlich, ich bin aber auch auf der richtigen Spur. Hier ist, glaube ich, der Pub. Jawohl. Die Riverside Bar ist geöffnet. Kein Zutritt für Kinder. Macht euch nichts draus, solltet ihr nicht, ich sag mal, vom Alter her reinpassen. Hier haben wir jedenfalls die ganzen Seemänner. Ich weiß nicht, ob es genau, wirklich genau dieselben sind. Aber es sind die Seemänner. Verdammt, ich habe 81 Mal mehr in Roulette gewonnen.
Ja, hey, du bist der Junge von der Clark, oder? Jemand in deinem Alter sollte nicht hier sein. Auch keiner in meinem Alter, du solltest gehen. Ich hasse Roulette, ich liebe Roulette. Es muss einen Trick geben, es kann doch nicht mehr nur Zufall sein. Nicht jetzt, mein Sohn, ich muss mich schnell betrinken, damit ich vergesse, wie viel Geld ich verloren habe. Jess? Tut mir leid, ich habe deine Eintrittskarte nicht gesehen. Hey, Shane, der ist echt cool. Was immer du sagst, Boss. Mach's gut da unten, okay, Junge? Ich habe gerade beim Schießen eine Menge Gulden gewonnen. Gewinnen macht mich immer sehr großzügig. Soll ich dir einen Drink bezahlen? Ja. Hey, schenkst du meinem Freund hier einen Drink aus? Na klar. Hier für dich ein Glas 100% geprüfter Original Captain Merrick's Dinoa Rum. Hey Junge, nimm einen Schluck, dann wachsen die Haare auf der Brust. Entweder das oder sie fallen alle aus. Finde ich gut. Stärke und Zauberkraft sind wieder voll aufgeladen. Naja, das und, und das. Nicht übermütig werden, ich bin nicht so nett, wie ich aussehe. Ich mein... Na, yay. Hast du den Roulette-Tisch im Auge? Pass auf, jedes Mal, wenn jemand viermal hintereinander gewinnt, bleibt die Kugel auf schwarz liegen. Das Ding ist getürkt. Also, Roulette ist, tatsächlich echt bösartig. Von daher, da kümmern wir uns später drum. Nicht jetzt. Je mehr Geld wir an Profis und Betrüger verlieren, desto weniger können sie gewinnen. Hier ist eine bessere Idee. Nehmen Sie denen doch das große Geld ab. Spielerkomitee der Bürger von Inua. Also, was ich daran interessant finde, ist ja, dass die Bewohner tatsächlich wissen, dass das existiert. Die Bewohner von Inua wissen das. Treffen sie in schwarze 30 Gulden pro Spiel. Da braucht man den Bogen tatsächlich. Für 30 Gulden können sie ihre Schießkunst prüfen, mein Herr. Treten sie ein. Sie brauchen die Regeln? Ja. In 30 Sekunden müssen sie so viele treffen wie möglich. Sie bekommen Bargeld, wenn sie mehr treffen als nötig. Und sie können ihren Gewinn auf die nächste Runde setzen. Machen sie mit und treten sie durch die Tür. Warum machen wir das jetzt? Ist eigentlich relativ sinnfrei, könnte man meinen. So nach dem Motto, hey, ich krieg Geld. Also ich bezahle Geld, um Geld bekommen zu können. Runde 1, 12 Punkte müssen wir machen. Theoretisch richtig. Aber man kriegt auch pro Roulette... Jetzt sag ich schon. Pro Casino-Spiel einen goldenen Falken und einen Lebensdiamanten. Und den hätte ich gerne, logischerweise. Von daher, warum nicht? Und da das jetzt der Punkt ist, an dem ich das machen kann, könnten wir also auf 26 Lebensdiamanten kommen. Plus... ich glaube, ich habe gerade 21 goldene Falken. Das Spiel ist vorbei. Zählen wir die Punkte. Sie hatten 18 Treffer und 0 Strafen. Machen wir 18. Sie haben gewonnen. Gut gemacht. Den Preis sind 30 Gulden. Möchten Sie Ihren Preis wieder auf die nächste Runde setzen? Ja. Runde 2, 13 Punkte. Strafen. Ja. Ich weiß gar nicht, ab wann man hier Strafen kriegen kann, aber... Jetzt haben wir halt einen Felsen, der uns so ein bisschen blockieren soll. Aber... Da klingelt es an der Tür. Warum jetzt? Ganz schlechter Moment. Ah, na egal. Muss ich halt mal kurz unterbrechen. Könnte das Spiel jetzt nicht mal vorbei sein? Das ist ein Part, sage ich euch. Es sind T-Shirts gekommen, das ist gut. Die Zeit ist um, das Spiel ist vorbei, Mann. Zählen wir die Punkte, sie hat 17 Treffer und 0 Strafen. 17 macht insgesamt. Ihr Preis sind 60 Gulden. Yay, möchten Sie den Preis wieder auf die nächste Runde? Ja. Runde 3, 14 Punkte. Puh. Schnellerer Stein. Ist aber auch alles. Und ja, während dieses ganzen Dingens hier sehe ich natürlich jetzt nicht, die ganze Zeit, wie viele Punkte ich mache.
Das ist ein reines draufschießen und darauf warten, dass mir gesagt wird, hey, du hast genug Punkte gemacht. In der freien Wildbahn würde ich übrigens mit einem Pfeil und Bogen definitiv keinen Schleim bekämpfen wollen. Das wären 9 Pfeile, die ich auf einen einzigen Schleim abschießen muss, um diesen Schleim zu besiegen. Also, nee. Zeit ist um, Spiel ist vorbei. 18 Treffer mal wieder. Das habe ich auch mit mehr oder minder die höchste Zeit, die man kriegen kann. Gut kriegen kann. 120 Gold. Möchten Sie nochmal weitermachen? Ja, klar. 15 Punkte nicht auf die Hühner schießen. Hier haben wir jetzt also das erste Mal, dass wir... Wow, das hat sich jetzt sofort negiert. Das erste Mal, dass wir Strafen kriegen können. Aber ja, man schießt ja auch nicht auf Hühner. Das gehört sich nicht. So eine Lektion, die Link unter Umständen sehr, sehr oft lernen durfte und Alundra halt jetzt auch. Das Gute ist, dass immer nur ein Huhn auf dem Bildschirm sein kann, also in dem Moment, wo das Huhn am Fliegen ist oder am Vorbeifliegen ist, ist das alles in Ordnung. 18 Treffer, eine Strafe macht zusammen drin. Sie haben gewonnen, gut gemacht. Ihr Preis sind 240 Gulden. Möchten Sie Ihr Preisgeld widersetzen? Ja klar. 15 Punkte nicht auf die Hühner schießen. Ich wollte schon sagen, ich habe irgendwie auf das Huhn gewartet, aber da kam keins. Huhn! Huhn! Ah nein. Ah! Gib mir den Punkt! Dann gleicht sich's wenigstens wieder aus. Ah, nein. Ah, nein. Ah, ja, jetzt verkacke ich aber. Ah, das könnte knapp sein. 15 Treffer, eine Strafe. Nein! Okay, das mache ich jetzt nochmal offscreen. Also nochmal den Part unterbrechen, weil warum auch nicht. Wir wollen das nicht nochmal ansehen. Aber das ist... Und weil es so schön war, zumindest die 5. Runde nochmal zeigen, um zu beweisen, dass ich das auch kann. Einigermaßen. 15 Punkte, keine Hühner. Wo bleibt das Huhn? Schon sagen. Das Huhn hat es aber auch darauf angelegt, dass ich diesen Schleim anschieße, während es auftaucht, ne? Manchmal sind die Hühner so. Manchmal wollen die Hühner mich tot sehen. Naja gut, wir sterben ja glücklicherweise nicht, also nicht für irgendwas. Aber naja. Manchmal wollen die Hühner auf jeden Fall verhindern, dass wir das bekommen, was uns rechtmäßig zusteht. Ha! Zählen wir ihre Punkte zusammen. 18 Treffer, 0 Strafen, macht zusammen 18. Sie haben gewonnen, gut gemacht. Ihr Preis sind 480 Gulden. Sie sind der Erste, der diese Runde jemals gewonnen hat. Unglaublich. Sie sind so gut, dass sie den prächtigen Lebensdiamant gewonnen haben. Das war die letzte Runde. Tut uns leid. Oder mir leid. Ihre Preis sind 480 Gulden. So. Und das ist jetzt halt der Punkt. Wir kriegen einen Lebensdiamant. Okay. Was ja schön und gut ist. Das andere ist halt, wir müssen für den goldenen Falken dasselbe Spielchen jetzt nochmal spielen, bis wir das Ganze viermal hinbekommen haben. Und das tue ich euch wiederum nicht an, weil das ist stinklangweilig, sagen wir mal ehrlich. Also, und da bin ich wieder zurück und man achte mal auf meine Kohle. Yay. Runde 5. Beziehungsweise Runde 4-5, wenn man so möchte. Das ist jetzt meine vierte Partie. Aber wenn ich alles richtig gemacht habe und nicht den Ort hätte einmal verlassen müssen, wobei das dann ein unendlich Geldglitch sein könnte sozusagen, müsste nach dieser Runde wiederum was passieren. Vorausgesetzt, ich fange nicht irgendwo dabei an, jetzt hier Probleme zu machen und zu verlieren oder so. Aber bisher sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Bin ich
Okay, macht auch nicht allzu viel Stress, das ist gut. Okay. Sehen wir die Punkte. 18 Treffer, 0 Strafen, macht sogar 18. Sie haben gewonnen. Gut gemacht. Preis sind 480 Gulden. Das war die letzte Runde, tut mir leid. Die Preis sind 480 Gulden. Würden alle meine Kunden so schießen, wäre ich schon längst pleite, mein Herr. Nur ein Profi kann so genau schießen, also ich gebe Ihnen das hier, wenn Sie versprechen, nicht mehr hier zu schießen. Einen goldenen Falken erhalten. Ja, also mit anderen Worten, ich gebe Ihnen kein Preisgeld. Ich gebe Ihnen kein Preisgeld. Deswegen dieses, man muss die Minispiele viermal komplett gewinnen. Ich treffe nicht mehr so wie früher. Alt werden ist nicht gut für die Reflexe, Junge. Ich sollte mir ein anderes Spiel aussuchen, vielleicht Senioren-Roulette. Ah, ja, okay. Barbarische Kämpfe mit den Schleimigen, nur 30 Gulden pro Spiel. Hey, sieh da, sie sehen stark aus. Nein, warten, sie wollen noch kämpfen, oder? Ich kann es doch sehen. Ich spüre das auf einen Kampf, ich rieche es förmlich. Egal, gehen Sie durch die Tür und lassen Sie es krachen. Oder brauchen Sie die Regeln, ja? Sie haben 30 Sekunden, um die schleimigen K.O. zu schlagen. Sie gewinnen, wenn Sie mehr als die nötige Punktzahl pro Runde erreichen. Außerdem gibt es noch Preisgeld, eine ganze Menge sogar. Warten Sie, da ist noch mehr. Sie können Ihren Gewinn auch auf die nächste Runde setzen. Also öffnen Sie die Tür und der Kampf kann beginnen. 30 Gulden, na los, hol dir die schleimige Beute. Jawohl, ja. Runde 1, Höchstzahl 22. Einzig Gefährliche hier dran ist, wie man sehen kann, dass ich verletzt werden kann, je nachdem, wo ich stehe. War das gut genug? Keine Ahnung. Die Zeit ist um, der Kampf ist vorbei. Du hast 26 Punkte gemacht. Ah gut, du hast die Höchstzahl übertroffen. Ha, gut. Willst du dein hart verdientes Geld auf die nächste Runde wetten, Baby? 24 Schleimiger. Also wenn, dann ist das zumindest ein deutlich actionreicheres Spiel. Indem es schön wäre, wenn ich, wie gesagt, nicht ständig getroffen werden würde, aber... Au. Da ist noch mehr aufgetaucht. 27 Punkte. Ah gut, du hast die Höchstzahl übertroffen. Dein Gewinn sind 60 Gulden. Willst du dein hart verdientes Geld auf die nächste Runde wetten? Jawohl. 26 Schleimblöcke, das wird knapp werden. So. Wo man ja rein theoretisch auch einigermaßen reagieren kann auf das Spawn von denen, aber irgendwie stehe ich meistens so perfekt, dass ich hier halt eher irgendwann abbrechen muss, weil mir die Schleimigen so sehr wehgetan haben, was traurig ist, wenn man denkt, dass es halt wieder nur Schleime sind, aber egal. Da bin ich selber reingelaufen, das war ja also mega dämlich. Die Zeit ist um, der Kampf ist vorbei, 35 Punkte. Wow, du hast die Höchste übertroffen. Dein Gewinn sind 120 Gulden. Willst du dein hart verdientes Geld auf die nächste Runde wetten, Baby? Jawohl. 28 Schleimiger, na gut. Okay. Würde ich aber sagen, im Prinzip gar nicht bewegen, für den Fall der Fälle, dass halt irgendwas im Time spawnt, aber hey, dann kriegt man halt auf den Fassungs wie ich ständig. Aber, eh. Ist ja schon wieder unter meinen Füßen prinzipiell aufgetaucht, ist doch echt erschreckend. Immer diese schleimige Taktik, einen rauszuspawnen und dann tauchen an der anderen Stelle drei andere auf. Aber gut. Die Zeit ist um, der Kampf ist vorbei. Du hast 39 Minuten.
Junge. Hey, du hast wirklich toll übertroffen. Dein Gewinn sind 240 Gulden. Willst du dein hart verdientes Geld auf die nächste Runde wetten, Baby? Ja, 30 Schleimige, na gut. Das Gute ist, die Muster sind immer gleich. Also wenn auf der einen Seite 30 Stück auftauchen, 30 Stück, sag ich schon, 3 Stück auftauchen, dann weiß ich, auf der anderen Seite tauchen dann hinterher auch wieder 3 auf. So wie hier. Wenn ich dann noch Glück habe, treffe ich auch tatsächlich alle. Aber halt nicht immer. Auf jeden Fall ist das Schwert eine gute Sache dafür, wegen den ganzen Bogengedöse, das wir hier machen. Also ein Hoch auf Schwert. Die Zeit ist um, der Kampf ist vorbei. Du hast 41 Punkte gemacht. Gut, du hast die Höchste übertroffen. Dein Gewinn sind 480 Gulden. Noch nie hat das jemand bis zur letzten Runde geschafft. Als Belohnung für deine großartige Leistung bekommst du einen Lebensdiamanten. Ein Hoch auf dem Sieger im Schleimkampf. Das war die letzte Runde, tut mir leid. Okay, du gewinnst beeindruckende 480 Gulden. Oh yeah. Kohle ohne Ende. Und eben ein Lebensdiamanten. Und das Ganze mache ich jetzt auch nochmal. Viermal. Beziehungsweise dreimal. Um an den Lebensdiamanten zu kommen. Um an den goldenen Falken zu kommen. Was laber ich dafür? Aber hey, immerhin schon mal 25 Lebensdiamanten. Und nach dem ganzen Gedöse hier werde ich speichern gehen, weil das Roulette ist grau. Und da bin ich wieder. Zur, hoffentlich, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, letzte Runde. Und ja, mittlerweile habe ich sogar mal angefangen, Heilkräuter zu verwenden, weil ich teilweise sehr oft, also je nach Runde, aber ich renne teilweise sehr oft in Schleime rein. Und auf Dauer tut es dann halt trotzdem weh. Aber, naja. So, das ist, ne? Au. Ungefähr so. Und, ja. Das müsste jetzt Runde 4 sein. Das vierte Mal, dass ich dieses ganze Minispiel hier spiele. Oh, das war jetzt aber ganz schwer. Hat mich der Treffer so aus der Bahn geworfen, dass ich da so schlecht gegengehauen habe. Eieiei. Aber immer noch 37 Punkte. Gut, du hast die Höchstzahl übertroffen. Dein Gewinn sind 480 Gulden. Das war die letzte Runde. Okay, du gewinnst beeindruckende 480 Gulden. Und in dem Moment, wo wir rauskommen, hey, du hast deinen Rekord aufgestellt, den niemand brechen kann. Deshalb schenke ich dir diesen goldenen Falken. Na, ja, und außerdem verbiete ich dir jemals wieder hier zu spielen. Einen goldenen Falken erhalten. Jetzt zeige ich euch. Man beachte den Wortlaut, ich zeige euch nur noch das Roulette spielen. Kuppel? Ja, nicht ganz. Und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Die Regeln hier brauche ich tatsächlich nicht. Das kostet 5 Gulden, danke. Also, das billigste Minispiel wenigstens. Wohl weiß ich so. Wählen Sie zwischen Rot, Blau und Grün und drücken Sie auf den Knopf. So. Das Minispiel ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass es von dem Punkt, wo es ist, also in dem Fall hier oben, nach hierhin geht und dann jeweils entweder 2 nach da oder 2 nach da. Die Wahrscheinlichkeit ist also relativ groß, dass wir auf Rot landen, weniger auf, also Rot oder Grün, statt Blau jedenfalls nicht. Sie haben Rot gewählt, sind Sie sicher? Ich meine, wenigstens wird man nochmal gefragt. Das Problem ist halt, ich muss jetzt 20 Runden davon gewinnen. Und es ist trotz dieses wunderbaren Zähltrickes, wenn man so möchte, glücksabhängig. So. Den Preis sind 15 Gulden, das ist dreimal so viel wie der Anfangssatz. Sie können den Preis wieder einsetzen und den nochmal versuchen. Wollen Sie? Ja, natürlich. Wählen Sie zwischen Rot, Blau und Grün und drücken Sie auf den Knopf. So. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das jetzt, also im Prinzip müsste das hier das Gegenüberliegende sein. Da kann man auch zählen. Das sind 3, das sind 3, das sind 2, das ist 8. Also hier landen wir. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es, naja, blau ist. Es kann allerdings auch schwarz werden. Oder rot. Oder grün. Aber es landet halt immer ungefähr so. Oder es ist halt ein reines, komplettes, nerviges Glücksspiel. Während die anderen beiden Spiele halt noch sehr, sehr, ich sag mal, bedingt durch das, was es war, ein skillmäßiges Spiel war, ist das hier halt reines Glück.
So, dasselbe auch hier wieder, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt größer, dass er auf grün landet, weil hier ist rot, grün, grün, rot, blau. Aber ich kann nur nach der Wahrscheinlichkeit gehen, nach der Wahrscheinlichkeit ist es grün. Und das war's dann. Also, unglaublicherweise habe ich tatsächlich echt viel Glück. Jetzt ist das Problem, entweder landet auf schwarz. Schwarz heißt übrigens, ihr verliert direkt einfach alles. Aber ne, wenn ich das zähle, hier entweder da oder da. Entweder oder. Also ihr versteht meine Bredouille. Ich weiß nicht, was ich da großartig zeigen soll, weil es halt sehr unschön sein kann. Ja, diesmal landet es auf Rot. Und das war's. Und ich kann entweder jetzt mit dem Punkt nochmal loslegen, wo es gerade steht, oder es sein lassen. Aber ja, das werde ich komplett offscreen machen. Ich werde maximal, wenn ich es tatsächlich mal schaffen sollte, in der vierten Runde rausgeworfen zu werden, werde ich euch dazu holen, nach dem Motto, guck hier, das ist der witzige Text, den man dann kriegt. Was wir allerdings jetzt noch machen können, ist mit den Leuten hier reden. Das hier ist keine normale Kneipe, eine Etage tiefer, am hinteren Ende gibt es ein voll ausgestattetes Casino. Gerade letztens habt ihr viermal hintereinander gewonnen, was sagst du dazu? Der Captain sucht schon ewig nach den goldenen Falken, nach den Golden Falken. Sogar jetzt noch, wenn du welche hast, bin ich sicher, dass er sich sehr dafür interessiert. Mit diesem Text... Erinnerst du dich an mich? Ich hatte die Kabine neben dir. Was heißt nein? Du hast wohl was am Kopf seit dem Unglück. Ich erinnere mich an den Sturm und an die Schreie. Boah, aber der Captain und ich haben überlebt. Er lebt jetzt südlich von Inoa. Er verkauft seine gesammelten Schätze. Du solltest dich mal bei ihm melden. Er wird immer noch von den Schreien derer verfolgt, die nicht überlebt haben. Ja, das ist arg düster irgendwie. Aber nicht mein Problem. Ja, okay, ich weiß, das ist gemein. Wir haben 23 Falken, also in der Theorie sollte ich zumindest irgendwas von ihm kaufen können. Und ich zeige euch, warum das in Anführungszeichen interessant sein kann. Indem wir einfach mal da hingehen. Das Haus haben wir schon gesehen, ich habe es halt nur nicht betreten, weil es mir nichts gebracht hat. Prinzipiell. Wobei ich auch hätte sagen können, hier, guck mal, schön, der Captain lebt auch noch und das war's dann. Aber, nee. Wir wissen ja, dass er hier lebt. Südlich von Inoa. Also tatsächlich, so richtig südlich. Und er hat diese komischen Dinger da. Hey Junge, du hast ja tatsächlich das Schiff zum Glück überlebt. Er hatte schon sein Gefühl. Was ich hier mache, ich habe alle Schätze, die ich gesammelt habe, in dieses Geschäft investiert. Das Schiff zum Glück hat mir den Berufswechsel leicht gemacht. Na, mein Kleiner, willst du nicht irgendwas kaufen? Hast du goldene Falken gesagt? Ja, davon habe ich gehört. Wer hat das nicht? Deswegen bin ich zur See gefahren. Ich wollte die Falken finden, die überall auf der Welt verstreut sein sollen. Hätte ich sie alle gefunden, wäre ich in die Geschichte eingegangen und außerdem unvorstellbar reich geworden. Junge, solltest du goldene Falken finden, bring sie zu mir, ich gebe dir dafür andere Dinge. Ein gutes Geschäft, du bringst mir, was ich will und du bekommst dafür, was du willst, okay? Ja. Du meinst es ernst, Junge? Ah, Alundra, schon als ich dein grünes Gesicht auf dem Meer sah, wusste ich, plus F7, dass du etwas Besonderes bist. Ich bin sehr glücklich, vielen, vielen Dank, Alundra. Lass mal sehen, wie viele Falken du dabei hast. Du hast mir heute 23 mitgebracht. Wollen wir mal sehen, was das heißt. Du hast mir bis jetzt 23 goldene Falken gebracht. Du hast mir 23 goldene Falken gebracht. Oh Mann, wie oft willst du das noch sagen? Bitte nimm dieses Geschenk als meinen Dank, Alundra. Ich glaube, das Lebensdiamant wird dir weiterhelfen. Sehr weiterhelfen wahrscheinlich. Viel Spaß damit, Junge. Er ist weg! Ja, ist einfach nur verpufft. Grausames Schicksal, warum darf ich nichts Gutes haben? Du hast mir 23 goldene Falken gebracht. Bitte nimm dies als meinen Dank, Alundra. Ich glaube, dass Olgas Ring dir wirklich weiterhelfen wird. Viel Spaß damit, Alundra. Endlich habe ich Olgas Ring. Wer auch immer Olga ist. Bring mir 25 Falken und du bekommst das dafür. Noch eine Lebensdiamanten. Ich glaube, du brauchst noch zwei mehr. Hast du gut erkannt.
Aber Olgas Ring erhöht die Angriffskraft. Irgendwie modisch. Also ich kann ihn ausrüsten, statt jetzt meine Bomben zum Beispiel, weil die Bomben brauchen wir nicht zwangsweise. Im Prinzip packe ich die Bomben ja auch nur immer rein, damit ich nicht aus Versehen zum Beispiel einen Zauber loslasse. So. Und... gib mir einen Schleim oder so. Hallo. Ich brauche einen Schleim. Und mehr Geld. Mehr Geld brauche ich auch immer. Schleim. Irgendwas. Muss ja nichts Großes sein, aber... irgendein Gegner. Naja. Mit Olgas Ring sind es 3 Schläge. Mit ohne Olgas Ring, genau, sind es 4 Schläge. Also 3 gegen 4. Ja, ja, warum nicht? Ja. Jedenfalls werde ich jetzt, wie gesagt, offscreen versuchen, den anderen Lebensdiamanten und den anderen Falken zu gewinnen. Und daraufhin können wir dann in die heilige Stätte gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss. Möge mir das Glück heut sein. Hatte ich eigentlich den Lebensdiamanten gekauft in der Stadt? Und bei dem anderen? Ich glaube ja. Oder? Oder? Keine Ahnung. Moment. Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Bei der Menge an Geld, die wir gerade haben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hatte ich gekauft. Ja, gut.